Hallo und herzlich willkommen zum neuen Teil der C-Sharp-Tutorial-Reihe. Im letzten Teil haben wir hier eine Funktion erstellt. Wir haben auch schon einen Kommentar unter dem Video gekriegt, dass es eigentlich hierbei sich nicht um Funktionen handelt, sondern um sogenannte Methoden. Aber ob ihr es jetzt Methoden oder Funktionen nennt, ist eigentlich wurscht. Funktionen, ja, dieser Begriff ist in objektorientierten Programmiersprachen, ja, beziehungsweise jetzt in C-Sharp selbst, nicht wirklich gebräuchlich. Das heißt, eigentlich handelt es sich hierbei wirklich um eine Methode und keine Funktion. Aber in anderen Sprachen wie JavaScript oder so, da gibt es halt auch Funktionen. Und letzten Endes ist es egal, wie ihr das bezeichnet. Ja, ist halt ein Fachterminus. Also werden wir das jetzt auch als Methoden bezeichnen hier. So, wir haben jetzt hier eben diese Methode erstellt. Ja. Und jetzt gucken wir uns nochmal genau an, was wir hier eigentlich gemacht haben bei dem Aufruf dieser Methode. Wir haben hier mein Computer.speichere Daten geschrieben. Und ja, das gibt ja immer einen Wert zurück quasi. Also, was hier jetzt steht, ist eigentlich der Wert, der hier wieder ja, zurückgegeben wird. Also 400 in diesem Fall. Das heißt, was hier jetzt steht, ist quasi nichts anderes als der Ausdruck 400. Wir sehen aber, dass wenn ich hier jetzt einfach 400 schreiben würde, wird mir das ja als Fehler angezeigt, weil man Ausdrücke eigentlich normalerweise nicht einfach so hier in den Code schreiben darf. Macht auch eigentlich nicht so viel Sinn. Aber Methoden, das ist eben eine Ausnahme, da hier wirklich Code ausgeführt wird und ja, nicht einfach nur der Ausdruck dasteht. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie ja, irgendeine Unterfunktion, also irgendeine Funktion schreiben und nur den Code ausführen wollen und gar keinen Wert hier brauchen, dann können wir hier in dieser Methode auch direkt sagen Return 0. Zum Beispiel können wir dann vom Typ int machen und dann einfach 0 zurückgeben. Das mal rückgängig. Und ja, das ist nur so ein kleiner Hinweis, so wenn man wirklich nicht den Wert, wenn man wirklich nicht unbedingt einen Wert zurückgegeben haben will, sondern einfach, wenn ich jetzt hier nur diesen Code ausführen wollte, hier dieses Speicher minus gleich Dateigröße, dann könnte ich hier einfach 0 zurückgeben. Oder, was ich auch machen kann, ist eben, ich könnte hier jetzt schreiben public und dann void. Void ist ein Schlüsselwort, das ist kein wirklicher Datentyp, das sagt einfach, void heißt ja leer, also leer, ein leerer Datentyp quasi. Also es ist kein Datentyp, es zeigt einfach nur an, dass diese Methode hier ja keinen Datentyp hat und somit auch keinen Rückgabewert braucht. Void, ja, wir können schalte Computer an, zum Beispiel als mögliche Methode. Und ja, hier könnten wir jetzt Code ausführen. Ja, mal 3 Punkte. So. Und wir sehen, es gibt jetzt keinen Fehler, wir müssen hier also nichts zurückgeben, wenn wir dieses Schlüsselwort void verwenden. Hier void, wir haben hier, das kommt uns ja bekannt vor, wir haben hier oben ja in unserer Programmklasse auch die Static Void Main. Und hier an dieser Stelle haben wir auch keinen Rückgabewert. Das heißt, dieses Void-Schlüsselwort gibt eben an, dass es sich bei dem vorliegenden, ja, beim vorliegenden Member um eine Methode handelt, die keinen Rückgabewert besitzt. Das heißt, ich könnte jetzt hier nicht irgendwie versuchen, eine Variable zuzuweisen, was ich hier bei einer Methode mit Rückgabewert machen könnte. Ich könnte jetzt ja quasi sagen, Integer i gleich dieser Ausdruck hier. Das geht natürlich. Ich kann jetzt hier aber nicht sagen, Integer i oder wie gesagt, void i, void v gleich mein Computer. Punkt, sagen wir, schalte Computer an. Oder ein natürlich. Computer ein. Ändern wir das hier oben gerade noch. Ja, da sehen wir schon, das gibt uns hier direkt einen Fehler. Das Void-Schlüsselwort kann in diesem Kontext nicht verwendet werden. Das heißt, es ist nur für Methoden da, dass man hier wirklich nur bei einer Methode sagen kann, okay. Wir haben hier keinen Rückgabewert. Das geht bei Eigenschaften nicht, bei Variablen nicht oder bei sonstigen Membern. Es geht einfach nur bei Methoden hier. Es ist ein methodenspezifisches Schlüsselwort.
Genau, und wir können es auch eben hier, wir können hier auch eben keine Zuweisung vornehmen. Ich kann jetzt auch nicht sagen, int v gleich mein Computer, schalte Computer ein. Das geht einfach nicht. Man kann eine Methode, die nichts zurückgibt, kann man nicht irgendwie dann versuchen, eine Variable zu speichern, beziehungsweise den Wert dieser Methode. Geht einfach nicht. Und deshalb ist void auch ja, das Schlüsselwort, das benutzt wird, wenn man das eben auch gar nicht will, wenn man einfach nur diesen Code ausführen will. Zum Beispiel schalte Computer an. Natürlich wieder über das Objekt aufrufen, mein Computer. Schalte Computer ein. Wenn ich jetzt einfach nur diesen Code ausführen will und hier nicht unbedingt einen Ausdruck stehen haben will, dann schreibe ich einfach, wenn ich diese Methode hier einfach mit einem Void-Schlüsselwort anstatt eines Datentyps. So, wir haben in diesem Video nun also gelernt, dass man bei Methoden das Schlüsselwort Void statt eines Datentyps verwenden kann, um anzuzeigen, dass diese Methode keinen Rückgabewert hat, beziehungsweise keinen Wert zurückgibt. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Bis zum nächsten Mal.